Hey Leute aus der Destiny Community, die Hexenkönigin kommt erst 2022. Was ist denn da los? Ist das Leben vorbei? Haben wir noch eine Chance? Willkommen zum Video Nummer 8. Mein Name ist Bubo und ab geht's. Wow, ganz schön beeindruckend, oder? Jeder hat gestern irgendwie nichts erwartet oder wenig. Eigentlich nur für This Week at Bungie und dann haut der Joe Blackburn erstmal so einen riesen Teil raus mit der gesamten Bungie-Community. Wow, richtig gut. Also transparent, das, was wir uns gewünscht haben. Richtig guter Ausblick bis 2023, 2024, wenn ich mich recht entsinne. Es ist schon ganz schön heftig. Also dies Jahr kein DLC. Die Hexenkönigin als Mega-DLC wird ins Frühjahr 2022 verlegt, was in Ordnung ist aus meiner Sicht, weil was soll's denn? Ich meine, die können das ja wohl besser entscheiden, wie sich das dann verhält mit zwei DLCs im 2022, also mit Lightfall, Zwielicht, ich habe keine Ahnung. Es fühlt sich komisch an, oder? Aber das müssen die ja selber wissen, wie die das marketingtechnisch hinbiegen. Ich habe viel gelesen über, wir nehmen das zurück, das zurück, das zurück. Bei allem Hype-Train und ja, Feuerwerk, das gestern losgeschossen wurde in der Community, lasst uns einfach mal kurz zurückgehen. Also, wenn man ein Spiel rausbringt oder ein DLC wie Beyond Light, dann muss man doch wissen, in erster Instanz, wenn ich Tests mache, egal ob die zu Hause laufen durch Corona etc., man muss doch wissen, dass es nicht funktioniert, dass es frustrierend ist. Ich habe es vorhin erst wieder im Eisenbanner erlebt. Ich kann kaum rennen, dann wäre ich gefroren und das. Und dann kündigt man noch Stasis-Waffen zur gleichen Zeit an, was ich sehr begrüße, so von der Idee her. Aber das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich finde es gut, was alles geschrieben wurde. Das seht ihr ja hier oder ihr könnt euch das selber durchlesen. Ich verlinke das mal in der Beschreibung, falls das jemand nicht mitbekommen hat, der nicht so auf den sozialen Medien unterwegs ist. Crossplay dann Season 15, also nach der Gläsernen Kammer. Überraschenderweise, Gläserne Kammer, wenn ich das noch direkt vorab sagen darf, es gibt wieder ein World's First, aber mit Triumphen. Ja, kann man jetzt gut oder weniger gut finden. Ich finde, dass der Raid schon gecleared wurde damals. Ja, es ist vielleicht für das Event ganz gut, sagen wir es mal so, um es positiv ins Licht zu rücken. Aber es wirkt natürlich wie ein recycelter Raid, der ja, rausgeholt wird, um ein bisschen überzustrecken, sage ich mal, bis zum nächsten DLC oder zur nächsten größeren Season. Was erwartet uns eigentlich dann ja, in dem Zeitraum, wo die Hexenkönigin hätte Release werden sollen? Wahrscheinlich dann eine dicke Season bis ins Frühjahr. Aber das müssten die ja eigentlich schon als Entwicklungsteam vorher gewusst haben, weil du musst das ja langfristig planen. Also haben sie sich gesagt, jetzt informieren wir mal die Community und das ist doch völlig in Ordnung. Sunsetting hatte ich persönlich nie ein Problem mit, finden jetzt alle gut, dass das komplett wegfällt. Also alles, was ihr jetzt farmt etc. pp., könnt ihr dann mitnehmen bis hin zur Hexenkönigin. Ich habe da meine Zweifel, ob nach Hexenkönigin auch alles wieder mitgenommen werden kann bis ins nächste Lightfall DLC. Ich kann mir das schwer vorstellen, weil das wäre ein Lootpool von ein paar hundert Waffen oder 1000 oder mehr. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre ein bisschen zu viel. Aber das soll ja uns egal sein, wenn man es so macht. Die Gläserne Kammer, noch kurz erwähnt, kommt als Grandmaster, also als Großmeister-Raid, was es noch nie gegeben hat, glaube ich. Wüsste ich nicht. Was das nun bedeutet, ob dann 20 Champions schon in der Eingangstür stehen, wenn man auf den Portalen den Spire da aufbaut oder so, die Säule. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Zumindest war da so viel Kontext drin, was ich ja, zu 90% komplett positiv bewerten kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das gerne in die Comments hauen oder wie auch immer. Ja, was soll man noch dazu anbringen? Ach, ehe ich es vergesse, was ich richtig gut finde, der Catalyst für die Knarre in der Pressage. Sagt man Pressage? Ist glaube ich, französisch. Ziemlich geile Idee, oder? Ich glaube, die ganze Community mit wenigen negativen Stimmen haben das angenommen. Selbst der Timer scheint egal zu sein, für mich persönlich.
Ich hasse Timer schon seit Kindheit an, selbst auf dem Sega Master System, wenn da irgendwas mit dem Timer war. In diesem Fall finde ich es aber gut, weil du musst natürlich eine Challenge haben, um ranzukommen und dann vielleicht noch einen richtig guten Roll mit, was ist es, Substance oder so. Ja, das wollte ich nur nochmal anmerken. Was ich nicht verstehe bei der ganzen Aussage, jetzt muss ich doch mal ein bisschen weiter reindrücken in die Wunde, typisch bei Bungie, aber so bin ich halt, ich bin da lieber offen und ehrlich und quatsch nicht hinterm Rücken oder so. Bungie, ich habe da eine Frage und die müsst ihr mir irgendwann oder uns mal beantworten. Wenn man alles verwirft, also letzten Monat, ich weiß nicht, was bei Bungie intern so abgeht, aber es scheint eine Menge zu sein, ihr habt so viel euch Mühe gegeben, um das Sunsetting zu erklären, dann hat der Slayer Age ein richtig cooles, ich glaube, zweiteiliges Video drüber gemacht, dass das gar nicht so schlimm ist, weil wir das in Taken King hatten, auch wenn ich dreimal die Fatebringer holen musste, aber mit Sunsetting war es nun mal nicht möglich. Ist natürlich jetzt besser, ich hatte das vorhin erwähnt, nur wie kommt das zustande, dass man innerhalb von, ich glaube, 3,5 Wochen viermal eine Entscheidung revidiert? Also Stasis wird jetzt gecheckt, es wird genervt, es wird das. Dass man nicht alles perfekt machen kann bei Release, ist ja schon irgendwo zu verstehen. Aber eigentlich der gesamte Kontext der News von gestern geht darauf hinaus, dass man die Hexenkönigin verschiebt, also bestimmt 60% des gesamten Textes mit Einleitung etc., was ich positiv finde, aber eigentlich das Resultat ist nur, Leute, wir packen das nicht, wir möchten das besonders machen, was auch immer das heißt, dann ist es ja gut, aber kein Wort darüber, was ich vorhin sagte, ob es nun zwei DLCs dann in 2022 sind. Wenn, sagen wir mal, Lightfall kommt 2022 am Ende, ja? Also normales Release-Zeitfenster. Was bekommen wir denn dann 2023 mit dem letzten Chapter, um die Saga, ja, also ich zitiere das nur, zu vervollständigen nach den Bedürfnissen von Bungie selbst, weil sie sich erklären müssen in ihrer Geschichte und wollen? Bekommen wir dann 2023 noch den größten DLC oder geht das dann weiter bis 2024? Und jetzt stopp! Hey, war nicht gesagt von Pete Parsons, also dem CEO, dass Matter 2025 spätestens erscheinen soll? Man wollte die Werbestruktur irgendwie aufbauen, 2023-2024. Würde natürlich passen, oder? Was sagt ihr? Also, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, aber das soll uns ja nicht kümmern. Ich hatte das ja letztens schon erwähnt, wir sind ja hier keine Unternehmer, zumindest nicht die meisten. Wir spielen das Spiel nur und wollen eine gute Zeit haben. Am Ende sind wir es, die den Weg nicht bestimmen, aber die Spielerzahlen machen das ja aus, was ein Online-Portal oder Gaming-Portal letzten Endes, ja, auf die Kante bringt und was sie dadurch verdienen. Ich glaube, dass der größte Anteil der Einnahmen, jetzt muss ich wie ein Unternehmer denken, ist wahrscheinlich durchs Everversum, oder? Ich habe das gestern gesehen, ein paar Streams angeschaut, weil ich war so kaputt. Auf einmal, ja, ich kaufe mir den Ghost, ich hole mir das Set für 15 Euro, für 30, dann für das. Dass das den Leuten so leicht fällt, und ich bin erwachsen, ich kann mir das gerne leisten, aber ich verstehe das bis heute nicht. Also wenn man sich mal ein Ornament holt, ist ja schon ein kritischer Faktor wegen 10 Euro, oder? Was sagt ihr? Was sagt ihr? Anarchie, hat ein Ornament bekommen, alle haben sich drüber gefreut. Ich frage mich, warum? Ich verstehe das nicht, warum soll ich 10 Euro ausgeben, aber das ist jedem seine persönliche Meinung, damit macht man ja nichts kaputt, aber dann sollte man sich nicht wundern, wenn zum Beispiel viele sagen, hey, warum sind die Entscheidungen so und so bei Bungie jetzt überhaupt getroffen worden? Aber lenken wir jetzt nicht vom Thema ab, es geht ja darum, was jetzt so gebracht wurde in der Season und auch die News, die halt gestern so reinhauen. Mit Crossplay nochmal zurück. Habe ich meine Zweifel, dass das funktioniert. Für PvE sehe ich da kein Problem. Aber ich habe das bei Call of Duty erlebt, wenn ich anmache, dass ich gegen PCler spielen kann, zum Beispiel auch über die PS4, Verzeihung. Es macht keinen Sinn, ich wäre weggeradet. Kann ich fast sagen. Es geht nur Bing Bing und dann bin ich weg. Maus und Keyboard, dann vielleicht noch einen leckeren Aimbot dabei. Kennt man ja aus dem Destiny PvP auch ziemlich gut. Anti-Cheat gibt es nicht, zumindest nicht bei Destiny.
im Moment, da soll ja auch viel getan werden, zum Beispiel bei Trials, dass so eine Solo-Queue dann möglich wäre, etc. pp. Lest euch den Text einfach mal durch. Das ist sehr, sehr wirklich interessant und auch nicht nur transparent. Wie soll man es am besten sagen? Es ist sehr offen geschrieben. Also wenn man alles das glaubt, was da drin steht, müsste eigentlich alles besser werden bis nächstes Jahr. Spätestens. Und dann würden wir das Mega-Ereignis kennenlernen, so wie Joe Blackburn das ausführt, sage ich jetzt mal. Und ich glaube ihm das zum Teil auch, aber ich bin halt immer noch der naive Typ, der wartet eigentlich bis die Konsequenzen, also bis man sieht, was man bekommt, dass man dafür auch dann gerne was zahlt. Das heißt, nur immer Versprechungen machen und schöne Texte und Trailer machen und am Ende sehen wir dann 20 Millionen Leute wieder auf YouTube, die dann sagen, tut mir leid, aber irgendwie funktioniert das hier nicht, ja. Also da wünsche ich mir einfach, dass das wirklich beibehalten wird und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube das einfach mal. Noch nebenbei erwähnt, der Nightfall ist richtig cool, Warden of Nothing. Einfach zum Farmen vom Schwarm, auch eine Destiny 1 Waffe wurde ja angekündigt. Ich habe festgestellt, jetzt habe ich die ganzen Waffen und dann kommen ja noch die Adept Versions. Also es gibt immer, wie sagt man im Englischen, Incentive, also man hat wirklich einen Grund, wirklich, wirklich immer wieder reinzugehen und die Dämmerungsstrikes, die machen irgendwie selbst mit 1270 auf Matchmaking-Basis richtig Bock. Einfach so mal reingehen zwischendurch, vielleicht kriegst du dann noch irgendwas Powervolles oder so, was du gut gebrauchen kannst oder mit einem guten Roll. So schwer ist es auch nicht, man kann gut üben mit den Champions. Eigentlich ist es nur noch ein Speedrunning-Wettbewerb, manchmal zumindest. Und manchmal arbeitest du wirklich sehr lang dran. So, wir sind bei 11 Minuten 41. Ich will noch mal am Ende was über die LFG erwähnen, was mir gar nicht so leicht fällt, aber ich muss einfach mal was Kritisches sagen über den Dungeon Prophecy, aber nicht über den Dungeon selbst, sondern über Leute aus der LFG. Ich versuche es ruhig anzugehen. Wir hatten gestern wieder so ein Experiment. Ich versuche das in 2 Minuten, 3 Minuten reinzupacken. Pass auf. Wir nehmen gerne immer Leute mit, die nicht so viel Erfahrung haben etc. pp. Aber wenn man das System dann erklärt oder sich selbst erklärt, in dem Fall, sollte man, ja, nicht bis an die Zähne bewaffnet sein, aber zumindest das Verständnis haben, um was es denn in Prophecy geht. Also wenn ich dich jetzt anspreche, dass du dieses Video vielleicht guckst oder sonst wie und hast Angst, oh, Prophecy, ich traue mich nicht, Prophezeiung ist zu schwer, ist es nicht. Und zwar, die Leute haben immer folgendes Problem, die denken, die müssten Kunststücke vollbringen. Was ihr machen müsst ist, wenn da ein Ritter ist und ihr steht im Hellen, also was erleuchtet ist, das seht ihr ja an dem Lightning, ja, Lighting. Dann schießt ihr auf den Ritter und dann bekommt ihr helle, also Light, also Licht-Modes, ja? Die ihr von Gambit kennt, die Licht-Modes. Steht ihr im Dunkeln, er schießt den Ritter, der kann 10-mal im Hellen stehen, ihr müsst in der dunklen Ecke stehen, also im Schatten, und er schießt den Ritter, bekommt ihr die Dark-Modes, also die dunklen. Das macht ihr jeweils mit dem Ritter 2-mal, dann habt ihr 6 Stück, nehmt die hin, rennt vor. Je nachdem, wo das Gebilde ist, das ist so ein leichter Schweif, ja, dunkel oder hell. Und dann lasst ihr die einfach los und dann ist das Geschichte. Ich habe jede Woche immer wieder Leute dabei, der eine versteht es mal mehr, mal weniger. Ich verstehe einfach nicht, ist das so schlecht erklärt in dem Dungeon? Ich finde, das ist der leichteste Dungeon, bis auf die Sparrow-Aktion, die dazwischen ist, da bin ich ziemlich schlecht. Aber ist das wirklich so schwer für euch zu verstehen, dass wenn Licht und, also das Thema ist ja Licht und Dunkelheit, so möchte ich das ein bisschen schließen im Video 8 hier, da ist eigentlich dieser Dungeon perfekt für die Erklärung. Also, probiert das mal aus, geht mal solo rein, stellt euch einfach hin, wo der Ritter ist am Anfang, stellt euch in Schatten, macht den mal fertig und dann seht ihr, dass die Dunklen rausfallen und stellt euch mal ins Licht und macht den kaputt und dann seht ihr das Gegenteil davon. Also so schwer ist es eigentlich nicht. Und dasselbe auch in dem sogenannten Cube-Raum, den viele als unmöglich schwer bezeichnen, ist es gar nicht, weil Toland, also der Lichtpunkt oben, das so flackert, ist die Seite, die eigentlich anzeigt, welche Modes ihr einsammeln müsst. Also zum Beispiel guckt ihr hoch am Anfang, ah, das Licht ist auf
der Seite, sagen wir mal, in Front von dir. Du guckst hoch und guckst runter und da ist dann dieses Gebilde mit dem Rauch, der ist weiß. Also brauchst du Lichtmodes und nur 6 Stück. Dann machst du das dort fertig, gehst auf die Platte, das machst du 3-4 Mal, je nachdem wie der Zyklus fertig ist und dann ist gut. Also ich würde mir wünschen, dass auch Leute, die solo in die LFG gehen, sich einfach mal Gedanken machen, was sie da machen. Einfach auch, um mehr Spaß zu haben. Am Ende werdet ihr nämlich sehen, dass viele neue, und jetzt sind wir schon über 15 Minuten, wenn die gläserne Kammer kommt, da geht es nicht um Modes, aber da ist das dann so ähnlich. Einfach nur ein bisschen, die nicht Destiny 1 gespielt haben, und das sind eine Menge Leute, wie ich gestern so gesehen habe und in den Streams so erfahren durfte, ist ja auch völlig normal. Einfach mal auch das Verständnis haben, Dinge zu lernen, nicht über alles negativ reinzugehen und vielleicht auch mal, guckt euch doch ein Video darüber an. Vielleicht mal nicht ein Guide, wie ich einen Catalyst in 20 Minuten hole, sondern blind rein bei dem Catalyst und bei dem einfach mal selbst ausprobieren. Also das wäre mal ein Wunsch von mir, aber das ist nur so ein kleiner, das kann ich ja in das Video verpacken. Also vielen Dank erstmal, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Mein Name ist Bubo, wie immer. Ihr könnt subscriben, ihr müsst auch nicht. Ihr könnt kommentieren, ihr müsst aber nicht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum Video 9 und macht's gut, ich bin raus.